Frau Schiffer, Sie haben für das Institut für Medienverantwortung beim Deutschen Presserat eine Beschwerde eingelegt gegen die Berichterstattung des Magazins Focus über den GDL-Streik. Was hat Sie denn dort beim Focus gestört? Ja, das IMV hat das zusammen mit dem Selbrunn Verlag gemacht und wir sind in Diskussionen über die Berichterstattung einfach zu dem Schluss gekommen, dass man an der Stelle als der Fokus am 5. November Fokus Online die privaten Wohnverhältnisse von GDL-Vorsitzenden Wieselski veröffentlicht hat, jetzt wirklich endgültig eine rote Linie überschritten worden ist in der Berichterstattung, die sich auch vorher schon nicht mit Ruhm bekleckert hatte. Hatten Sie aber nicht auch den Eindruck, dass einige Journalisten in etablierten deutschen Medien im Zuge des Streiks und der Kontroverse darüber zurückgerudert sind, dass einige ja schon fast erschrocken waren über die Aggressivität, mit der diese Berichterstattung geführt wurde? Das war, glaube ich, später. Zu dem Zeitpunkt war es noch so, dass man erst die Handynummer oder die Telefonnummer, die Büronummer, glaube ich, auf jeden Fall eine wichtige Telefonnummer veröffentlicht hat, worüber man Herrn Wieselski direkt erreichen Das war konnte. in der Bildzeitung, ja. Das war genau. Und dann eben diese Fokusgeschichte, die einfach gegen die Ziffer 8 im Pressekodex verstößt, nämlich keine persönlichen Daten zu veröffentlichen. In dem Fall hier fast mit einem Aufforderungscharakter, kann man sagen, in dem aufgebrachten Kontext gegen die Person in dieser starken Personalisierung, dass man doch dort vor Ort irgendetwas tun könnte. Auf jeden Fall musste man Angst davor haben. Wir hatten solche Beispiele in der Geschichte immer wieder, dass nach solche Medienhetze auch gefruchtet hat. Und nachdem dann es in Foren, in Online-Netzwerken und so wirklich extreme Kommentare da gegeben hat gegen die GDL, gegen die Lokführer, ja auch Aufrufe gegeben hat, da etwas gegen die Menschen persönlich zu unternehmen. Da ist vielleicht doch der ein oder andere mal nachdenklich geworden. Aber insgesamt, wir sehen es gerade heute wieder. Okay, die Bild-Zeitung ist vielleicht nicht ganz repräsentativ für die gesamte Medienlandschaft, aber allein die Bildauswahl heute zeigt eben, wie der Kollege von der EVG in der normalen Art dargestellt wird, relativ sympathisch. Und während Herr Wieselski so von unten herauf fotografiert wurde, dass er total dominant erscheint. Und das entspricht einfach dem Medienbild, das man versucht hat, in den letzten Wochen, Monaten zu zeichnen und den Ärger über die Streiks auf ihn persönlich abzulenken und vor allen Dingen davon abzulenken, worum es bei dem Streik eigentlich geht. Frau Schiffer, abschließend, was bringt denn so eine Beschwerde beim Deutschen Presserat jetzt? Wir haben ja andere Beispiele. Sie haben die Bild-Zeitung erwähnt. Die Bild-Zeitung ist, glaube ich, das deutsche Medium, das die meisten Beschwerden bekommt. Aber sie macht ja weiter wie bisher. Ja, man kann sich da grundsätzlich fragen, es ist im Grunde genommen ein symbolischer Akt, der vielleicht mehr dadurch erreicht, dass man ihn öffentlich macht, als tatsächlich in dem Selbstkontrollorgan Presserat. Das sind ja ehrenamtlich tätige Journalisten, die sich alle 3 Monate, also 4-mal im Jahr treffen und die Beschwerden verhandeln, die angenommen wurden. Das heißt, es gibt meistens überhaupt keinen Zeitbezug mehr zu den Beschwerdeeinreichen und ja, eine Rüge, so wenn die muss ja zwar abgedruckt werden, aber in Wirklichkeit, man hat sie nicht gern, aber juristisch hat das Ganze ja auch keine Konsequenzen. Insofern ist das Handlungsspektrum eingeschränkt. Ich bin grundsätzlich für die Selbstkontrolle und nicht für irgendwelche anderen Kontrollmaßnahmen. Aber man kann es vielleicht insgesamt im Umgang von Medien mit ihrem Publikum im Moment sehen, Stichwort Ukraine-Berichterstattung, dass man das Gefühl hat, es müsste dringend etwas gemacht werden, dass das Publikum ernster genommen wird, und man nicht darüber, zum Beispiel über solche Beschwerden oder auch über entsprechend kritische Forenkommentare, die vor solchen Eskalationen warnen, einfach darüber hinweggeht.